Ja, pünktlich wie die Eisenbahn geht's auch hier weiter mit einer mit einem spannenden Talk über FSK-Modems und erstmal eine Frage: Wer von euch hatte in seiner Jugend / irgendwann mal ein Modem, was er aktiv genutzt hat und das Carrier-Signal geliebt hat und als neue Bouts kamen, plötzlich die neuen Töne gleich schnellere Geschwindigkeit genossen? Ja, also mit anderen Worten, wenigstens die aufgezeigt haben, werden sozusagen diese Begeisterung für das Thema verstehen. Gib mir ein herzliches Willkommen für Christian Berger. Christian Berger ist Elektroingenieur bei der Nachrichtentechnik und macht auch so Technikgeschichte. Und so 2600 habe ich nur gelesen, diese eine Frequenz da, wo du mal released hast. An der Stelle geht es jetzt um FSK-Modems. Ein Riesenapplaus bitte. So, also das ist ein Talk im Prinzip in der Reihe zu dem, den ich schon letztes Jahr gemacht habe, von Sachen, die ich gerne erklärt bekommen hätte, bevor dass ich es mir selber erarbeiten habe müssen. Im Prinzip, es geht um FSK-Modems. Die Idee hinter einem FSK-Modem ist eigentlich ganz einfach. Man hat ja bei Computern meistens binäre Daten und man überträgt jetzt eine 0, zum Beispiel durch einen hohen Ton, und eine 1 durch einen niedrigen Ton. Man sieht es dann, das Signal schaut dann in der Zeit quasi so aus wie hier auf der Leinwand. Und man könnte jetzt annehmen, ja, da kann man ja jetzt zählen, immer in der Zeitspanne, und dann weiß man schon, ob das eine 0 oder eine 1 war. Das Problem dabei ist, in der Realität schaut es eher so aus. Es kommt auch Ton. Hoffentlich. Also man hört jetzt hier besonders am Ende, wo immer nur ein 1-Bit übertragen worden ist, einen Ton. Aber dazwischen kann man eben nicht genau sagen, ist jetzt ein hoher oder tiefer Ton, das verschwimmt einfach. Man sieht es ja auch an der Wellenform. Man kann nicht genau sagen, ist jetzt die, wo fängt jetzt quasi, also wo ist es eine Wellenform von einer hohen Frequenz und wo ist eine Wellenform von einer niedrigen Frequenz? Es ist zum Beispiel da auch einige Wellen, die zur Hälfte hohe Frequenz sind, zur Hälfte niedrige Frequenz. Mit Zählen und sowas ist es schwierig. Deswegen braucht man was, das viele lieben hier, nämlich Mathematik. Wer von euch kennt die Formel hier? Okay, wer von euch versteht sie? Okay, schon weniger. Also eins vorweg. Die imaginäre Zahl, die mit sich selbst multipliziert wird, nennen Mathematiker gern I, Ingenieure gern J. Das kommt einfach daher, weil in der Elektrotechnik I schon der Strom ist. Deswegen nimmt man einfach den nächsten Buchstaben J. Um das zu erklären, schauen wir uns mal die Zahlenebene an von der Funktion. Das kann man gut sehen. Hier haben wir die Zahlenebenen. In der Horizontalen sind die ganzen reellen Zahlen, also sowas wie minus 1, 1, 5, Pi und so weiter. In der Y-Achse sind die sogenannten imaginären Zahlen, sprich zum Beispiel I oder minus I oder 3,5i. Man kann Zahlen haben, die quasi ein Real- und ein Imaginärteil haben. E hoch eine imaginäre Zahl hat jetzt eine besondere Eigenschaft. Wenn die imaginäre Zahl immer größer wird, beschreibt die Zahl, die dabei rauskommt, immer einen Punkt auf einen Kreis. Und der bewegt sich hierbei jetzt auch. Wenn man da mal ein bisschen aufpasst, sieht man, dass jetzt zum Beispiel, also immer wenn es auf minus 1 steht, steht da 3,14 daneben. Das ist genau der Punkt, den wir vorher in der Formel hatten, dem hierbei schön grafisch erklärt wird. Das ist natürlich jetzt die Frage, was nutzt uns das? Es gibt eigentlich in dem Sinne keine imaginären Signale. Es gibt kein minus 3,8 J Volt. Aber wenn man jetzt zu diesem Zeiger einen Zeiger addiert, der genau entgegengesetzt läuft, kriegt man das hier. Ja. Wir sehen hierbei jetzt also einen Zeiger, der im
also im Uhrzeigersinn läuft und einen, der gegen den Uhrzeigersinn läuft. Und zusammen addiert, hier schön grafisch, ergeben die eine reelle Zahl. Man kann also Sinus von x mit dieser Form darstellen. Natürlich ist einer von den beiden Zeigern redundant. Das heißt, den ignorieren wir jetzt dann ab jetzt, aber den muss man sich im Prinzip immer dazu denken. Und in der Darstellung ist er auch immer da. Und ja, mit dem wird es dann wieder zu einem reellen Signal. Wenn wir jetzt Frequenzmodulation haben, sprich, wenn sich die Frequenz ändert, dann passiert hier das. Wir haben immer noch den Zeiger, der ringsherum geht, aber er wird schneller und langsamer. Das ist jetzt hier relativ extrem in dem Beispiel. In Wirklichkeit könnte das sein, dass der Zeiger quasi 100 Millionen Mal pro Sekunde im Schnellen rumgeht und irgendwie 101 Millionen Mal oder im anderen Fall 101 Millionen Mal. Das wird man kaum noch sehen. Deswegen nimmt man da eine etwas andere Darstellung. Man nimmt nämlich hierbei die Grundbewegung, quasi von der, die mittlere Geschwindigkeit zieht man quasi davon ab. Dazu rotiert man quasi die Kamera mit der mittleren Geschwindigkeit des Pfeiles. Und ich habe auf Twitter nachgefragt, ob man denn die nächste Folie zeigen kann. Das war die Antwort. Also falls jetzt irgendjemandem schwindelig wird oder sowas, bitte kurz wegschauen. Das ist das gleiche Bild von vorher, nur die Kamera dreht sich jetzt in der mittleren Geschwindigkeit. Das heißt, wir sehen jetzt, da wo vorher der Pfeil schnell war, da bewegt er sich jetzt quasi nach rechts. Da wo der Pfeil vorher langsam war, da bewegt er sich jetzt nach links. Und das ist quasi, da ist quasi die Grundgeschwindigkeit von dem Pfeil draußen. Somit ist es im Prinzip deutlich langsamer. Und man gibt ihm dann ein neues Koordinatensystem hier mit I und Q und kann somit das Signal auch so darstellen. Das ist genau das, wenn ihr irgendwie so ein SDA habt, also so ein SDA-Stick, der gibt genau so ein Signal aus. Die Frequenz, die er einstellt, ist quasi die Geschwindigkeit, mit der sich die Kamera den Pfeil zurückdreht, sodass man dann am Ausgang nur noch relativ langsame Signale hat, die man mit einer relativ niedrigen Abtastrate abtasten kann. Das heißt, also man ist dann nur noch die Bandbreite relevant, aber nicht mehr die Frequenz. Sprich, man kann ein Signal bei 2,4 GHz, das 1 MHz Bandbreite hat, muss man nicht mit 8,4 GHz abtasten, sondern mit deutlich weniger. Die Frequenz kriegt man jetzt mit diesen Formeln raus. Keine Angst, die braucht ihr euch nicht merken. Dafür gibt es ja die Folien. Aber ihr merkt selber, es schaut nach ein bisschen Wust aus. Aber gerade die zeitdiskrete Version, die kann man im Prinzip so mehr oder weniger in der Programmiersprache eintippen. Also das sind naja, 4 Programmzeilen. Das ist alles nicht unglaublich komplex. Genau. So macht man das Ganze in Software. Wenn man das Ganze in Hardware machen will, da gibt es einige Tricks. Ich habe aus Zeitgründen die nicht mit drin, wobei ich jetzt gerade sehe, dass ich doch noch viel Zeit habe. Wenn jemand sich dafür interessiert, halt, ich habe noch was vergessen. Wir haben hier jetzt dadurch, aus diesen Formeln kommt quasi ein Signal raus, das quasi die Signalform am Eingang vom Modulator darstellt. Wie kommt man jetzt davon zu den Bits? Da gibt es typischerweise zwei Übertragungsarten. Genau. Traditionell früher bei Computern und bei Modemübertragungen hat man sogenannte asynchrone Übertragungen verwendet. Sprich, man legt irgendeinen Idle-Zustand an, in der Regel 1, und dann kommt irgendwann mal ein Übergang hier bei STA
vom Startbit. Das ist immer null. Man schaut dann quasi auf diesen Übergang und wartet dann eine halbe Bitperiode und tastet dann nach jeder Bitperiode das Signal ab. Dadurch kriegt man genau, ideal kriegt man dann immer die Mitte des Bits mit, wo das Signal idealerweise am besten den Wert hat, den man haben möchte, und kann somit quasi die einzelnen Bits weiterverarbeiten, zum Bytes zusammentun und so weiter. Bei asynchroner Übertragung ist das Problem, dass so ein Byte bzw. so ein Datenwort zu einer beliebigen Zeit anfangen kann. Es gibt keinen dahinterliegenden Takt. Es kann jetzt nach 3,847 Bit-Perioden kann das nächste kommen, es kann auch fast direkt danach kommen. Somit kann man sich nur an der ersten Flanke festhalten. Da das natürlich etwas ungünstig ist, gibt es auch noch das andere Verfahren, nämlich sogenannte synchrone Übertragung. Hierbei ist es so, dass der Bit-Zustand immer nur zu bestimmten Zeiten wechseln kann. Sprich, man hat einen Bit-Takt, zum Beispiel 300 Bits pro Sekunde, und es kommen immer 300 Bits. Es gibt keinen Idle-Zustand in dem Sinne, sondern es werden immer Bits übertragen, wodurch man einen Takt braucht. Um den Takt zu gewinnen, integriert man quasi über bestimmte Zeiträume auf. Idealerweise macht man da den Zeitraum so wie in der grünen Linie, sprich, man nimmt genau die Zeit, die das Bit quasi da liegt. Wie findet man jetzt den Zeitraum? Weil man hat am Anfang ja keinen Takt, beziehungsweise man rät ja nur den Takt und ist wahrscheinlich völlig daneben. Dafür sind die beiden orangen Linien. Man betrachtet gleichzeitig noch einen etwas vorgelagerten Zeitbereich und einen später gelagerten Zeitbereich. Man kann dann sehen, wenn jetzt sagen wir hier die Situation ist, es kam jetzt 0, 1, 0 als Daten, dann ist es so, dass die grüne Linie, also die Ideallinie, hat quasi den höchsten Wert von dem Integral, beziehungsweise der Summe, wenn man es abgetastet hat, während die beiden anderen einen kleineren Wert hat. Wenn wir jetzt etwas daneben liegen, würde die Linie, die näher am Ideal liegt, den höheren Wert haben. Und so kann man quasi einen Wert, der angibt, wie weit man vom Ideal weg ist. Also um wie viel, dass man da nach vorn oder nach hinten seinen Takt verschieben muss. Synchrone Übertragung über FSK wird zum Beispiel beim Fax verwendet, am Anfang bei der Signalisierung. Das typische Faxgeräusch, das jeder kennt. Aber bei Computermodems, bei Mailbox hat man das erst später verwendet, da wo es auch schon schnellere Modulationsarten gab. Wie man es in Hardware löst, da möchte ich auf das wunderbare Buch TV Typewriter Cookbook von Don Lancaster verweisen. Das ist eine wunderbare Einführung in die Digitaltechnik der 70er Jahre. Da wird erklärt, wie man Textmodus-Grafikkarten baut, wie man Modems baut, serielle Schnittstellen und das alles tatsächlich noch richtig grounds up, weil das ist aus den 70er Jahren, damals gab es noch keine fertigen Chips, die irgendwie, wo man Strom drauf gibt und dann kommt der Videosignal raus. Das gab es nicht. Der QR-Code ist der Link zu der Homepage von dem Autor, der stellt das gratis zur Verfügung. Und ja, da hat auch noch andere Bücher, wenn sich Leute mehr für Digitaltechnik interessieren, über TTL, RTL sogar, Vorläufertechnologie, ist da sehr gute Einführung. Dann gibt es auch noch ein Stück Software, der kürzlich aus Gründen entstanden ist, nämlich hier bei Tape Recovery. Es sind Bänder aufgetaucht aus den Archiven des Chaos Computer Clubs, auf dem BTX-Seiten drauf sind. Und das ist das Programm, mit dem die Bänder recovered wurden. Das ist insofern schön, weil da habe ich jede einzelne Funktion schön in ein kleines C-Programm geschrieben. Kein Programm länger als 100 Zeilen oder so.
also wirklich hoffentlich halbwegs sprechender Code, so dass man also da tatsächlich sich das anschauen kann und vielleicht sogar verstehen, zumindest jetzt im Kontext zu dem Vortrag. Ansonsten ist hier unten auch noch mein Kontakt, also Decknummer, ist im Moment, glaube ich, ausgeschalten, und eben E-Mail, wo es auch danach immer noch geht. So. Ja, dann erstmal einen riesigen herzlichen Applaus für Christian Berger. Und für die Gänsehaut, als ich diese Carrier-Signale hören durfte. Links und rechts sind wie immer die Mikrofone, wenn ihr jetzt die Chance nutzen wollt, Fragen direkt zu stellen. Oder gibt's was aus dem Internet da draußen? Gerne per Ja, dann würde ich sagen, du hast das Thema vollumfänglich und zur besten Güte angeteasert, weil das ist etwas, wo man einfach mit Forschergeist auch geil reingehen kann. Darum an der Stelle bitte dann nochmal einen richtig großen Applaus für Christian Berger. Super, danke gemacht.